In diesem Video zeige ich Ihnen, wie Sie den Schlauchheber Jumbo Flex bedienen können und was dabei zu beachten ist. Der Schlauchheber Jumbo Flex ermöglicht schnelles und ermüdungsarmes Arbeiten in verschiedensten innerbetrieblichen Logistikprozessen. Das ergonomische Bedienelement macht den Jumbo Flex zum perfekten Helfer bei der Handhabung leichterer Güter in hoher Taktzahl. Der Jumbo Flex ist ganz einfach über die ein oder zwei Fingersteuerung zu bedienen. Das Ein- und Ausschalten erfolgt über die Funkfernsteuerung SRC. Nach dem Einsatz kann der Jumbo Flex über die Funkfernsteuerung wieder ausgeschalten werden. Drücken Sie den Bedienknopf, um den Schlauchheber nach unten zu bewegen. Wird der Knopf losgelassen, geht der Jumbo Flex wieder nach oben. Die Geschwindigkeit des Geräts hängt von der Geschwindigkeit ab, wie schnell der Knopf gedrückt bzw. losgelassen wird. Drücken Sie den Knopf komplett durch und kippen Sie den Greifer leicht auf die Seite. Auf diese Weise wird eine Leckage in das System gelassen und die Last gelöst. Die Arbeitshöhe kann mit Hilfe des Einstellrads ohne Anstrengung variiert werden. Drehen Sie das Rad nach links, fährt der Jumbo Flex nach unten. Drehen Sie das Rad nach rechts, fährt der Schlauchheber dementsprechend nach oben. Drehen Sie den Greifer zuerst in die Horizontale, um das Werkstück um 90 Grad zu schwenken. Nach dem Ansaugen bewegt sich der Greifer in seine ursprüngliche Position zurück und das Werkstück wird um 90 Grad geschwenkt. Durch das Ziehen der Verriegelung kann die Dreheinheit in eine beliebige Richtung rotiert werden. Um sie zu blockieren, muss die Rastung wieder eingedrückt sein. Der Greifer kann endlos gedreht und in 90 Grad Schritten fixiert werden. Mit Hilfe des Schnellwechseladapters kann problemlos in kürzester Zeit der Greifer werkzeuglos ausgetauscht werden. Der Mechanismus wird über einen Hebel betätigt und ermöglicht somit mit wenigen Handgriffen einen Greiferwechsel. Der Staubfilter kann werkzeuglos entnommen und ausgetauscht werden. Beim Aufnehmen der Last muss darauf geachtet werden, dass der Greifer vollständig auf dem Werkstück aufliegt. Sollte es eine Fehlbedienung durch falsches Platzieren geben, kommt zu viel Leckage ins System und das Werkstück kann nicht gegriffen werden. Der Greifer sollte bei Schwenkbewegungen im oberen Drittel des Werkstücks angebracht werden, um ein Abschälen zu vermeiden. Nun zu den Sicherheitshinweisen. Der Jumbo Flex sollte auf keinen Fall an den Boden angesaugt werden, da eine große Unfallgefahr für den Anwender besteht. Unter Umständen können sogar Teile des Bodens herausgerissen werden. Genauso ist es zu vermeiden, den Greifer an Menschen zu testen. Bei einem plötzlichen Stromausfall verhindert der Jumbo das Abfallen der Last. Eine Rückstauklappe geht über die Gewichtskraft zu und schließt ein Restvakuum in den Hubschlauch ein, welcher somit als Sicherheitsreservoir dient. Gleichzeitig beträgt das Flächenverhältnis zwischen Sauger und Hubschlauch mindestens 2:1. Der Hubschlauch stellt somit immer die schwächste Einheit im System dar. So wird sichergestellt, dass sich der Hubschlauch bei einem Stromausfall langsam senkt, das Werkstück sicher absetzt und es nicht einfach vom Greifer abfällt. Weitere Informationen finden Sie unter www.schmalz.com oder bei unseren Systemberatern.